Kürzlich ist mir der Wohnungsschlüssel ab dem Bund gefallen und ich hatte natürlich keine Ahnung, wo das passiert ist. Ich hatte dann allerdings Glück gehabt, dass der lange Weg vom Finder über die Gemeinde, über die Verwaltung, dann schlussendlich wieder bei mir gelandet ist. Also nochmal Schwein gehabt. Es hat nämlich unter Umständen können teuer werden. Meistens gibt es doch die Streitigkeiten, wer kommt für Kosten für den Schlüsselersatz auf. Also nur der Schlüssel, wenn man den Schlüssel verloren hat, muss nur den Schlüssel ersetzen, das ist klar, da muss der Mieter dafür gerade stehen. Die Frage ist ja meistens in der Praxis, ja, muss ich als Vermieter auch das ganze System, Schlüsselsystem, Zylinder und Schlösser wechseln. Dann sieht die Situation natürlich wieder ganz anders aus und da sprechen wir natürlich dann von viel höheren Kosten. Wie sieht es aus, wenn noch nicht alle Schlüssel bis zur Wohnungsübergabe auftaucht sind? Gut, als Vermieter ist es vielleicht ratsam, dem Mieter noch mal eine kurze Frist nach Rückgabe vom Mietobjekt zu geben, ein paar Tage. Meistens findet der Mieter irgendwo in einer Zügelkiste den Schlüssel und dann kann man den ohne weiteres retour geben. Aber wenn natürlich nach zwei Wochen der Schlüssel immer noch nicht retourniert worden ist, dann muss der Vermieter dann schon irgendwie noch mal handeln, ja. Wenn ich jetzt nur den einzelnen Schlüssel verliere, ist es doch übertrieben, die ganzen Schlösser auszutauschen. Der Finder weiss ja nicht, zu welchem Haus oder Wohnung er gehört. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen die Umstände vom Einzelfall anschauen. Also wenn jemand den Schlüssel in dem Sinn verliert oder in dieser Art verliert, dass jetzt zum Beispiel einer Frau die ganze Handtasche gestohlen wird und dort sind Ausweise drin, man kann also ohne weiteres nachverfolgen, zu welcher Wohnung der Schlüssel gehört, dann bin ich der Meinung, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, der Vermieter gerade verpflichtet, das ganze Schlüsselsystem zu wechseln. Und dafür muss auch der Mieter zumindest nach Berücksichtigung der Lebensdauer für die ganze Anlage aufkommen. Wie lange soll man warten, bis man sich beim Vermieter meldet? Man sollte nicht warten, bis man die Wohnung retour gibt, sondern wenn man den Schlüssel verloren hat, sollte man umgehend die Eigentümer oder die Verwaltung benachrichtigen, dass sie auch die notwendigen Schritte in die Wege leiten können. Was ist, wenn man sich nicht einigen kann? Also wenn man sich nicht einig ist und der Vermieter besteht auf die Forderung, also auf das Ersetzen vom ganzen Schlüsselsystem mit entsprechenden Kosten, dann muss er halt letztlich die Schlichtungsbehörden anrufen und dann muss halt die Schlichtungsbehörde versuchen, zwischen den Parteien eine Lösung zu finden. Sollte das nicht gelingen, dann bleibt halt immer noch der Weg offen, denn das vom Gericht, vom Mietgericht in nächster Instanz beurteilen zu lassen. Und die wird dann natürlich müssen entscheiden, ist die Massnahme vom Vermieter verhältnismäßig gewesen, ist es jetzt angezeigt gewesen, dass man das ganze System auswechselt oder nicht. Und je nachdem fällt dann die Entscheidung aus.